Übersetzt das mal einer. Kann er es aufschreiben oder zeichnen oder? Ja, schauen wir mal nach, ob er so malen kann, dass du es verstehst. Oder auch die anderen. Beziehungsweise ihr alle. Also was er dann vor euch zeichnet, ist eine verkrümmte Gestalt, also das so wie er eben selber stand, und nachdem er dann diese gekrümmte Gestalt fertig gemalt hat, malt er ihr ein Kreuz auf die Brust. Keine Christen. Sie Krummritter. Krummritter. Religion Sarazen. Er versucht wieder mit seinen Händen zu arbeiten. Schlechte Menschen. Baphomet. Baphomet? Ja, das muss doch jetzt unser Priester was sagen. Pater, was ist Baphomet? Wer ist Baphomet? Nichts wirklich Gutes. Ein eher unchristliches Gedankengut, das bei einigen der Templern wohl vorherrscht. Daimonas. Ja. Dämonen. Ein Dämon, ein Teufel. Genau. Das Wort habe wahrscheinlich sogar ich verstanden. Also es war griechisch, aber ja natürlich die Übersetzung ins Italienische ist Teufel, dann selbsterklärend. Teufel, Dämon, sowas. Aha. Ich bekreuzige mich mal schnell. Warum habe ich den Schürhaken nicht benutzt? Mist. Ja, im Nachhinein wäre das echt eine gute Idee gewesen. Ich habe immer gute Ideen, nur lasse ich sie meistens in der Tasche. Nein, Blödsinn. Um Gottes Willen. Wobei die Frage wäre gewesen, wenn das irgendwas offensichtlich Übernatürliches ist, dann hätten wir da eh vielleicht auch Probleme gehabt. Da hätten wir die nicht einfach da schlagen können, ne? Egal, das Problem, also ja. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass hier in der Stadt ein Orden ist, der sich zwar als Kreuzritter ausgibt, aber hundertprozentig laut den Angaben der hiesigen Leute, die anscheinend Angst vor denen haben, wohl eine Art Dämonenkult ist oder den Teufel anbeten, jetzt für uns Laien als Charakter. Mhm. Weil ich glaube nicht, dass die meisten von uns einen Unterschied machen zwischen Dämon oder Teufel, außer vielleicht, wenn man in der Kirche gehört hat, dass Dämonen dem Teufel unterstellt sind. Aber das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Also es sind Teufelsritter. Und keine christlichen Ritter. Richtig. So. Die sich als Kreuzritter ausgeben. Also, wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass hier in der Stadt ein Orden ist, der sich zwar als Kreuzritter ausgibt, aber hundertprozentig laut den Angaben der hiesigen Leute, die anscheinend Angst vor denen haben, wohl eine Art Dämonenkult ist oder den Teufel anbeten, jetzt für uns Laien als Charakter. Mhm. Weil ich glaube nicht, dass die meisten von uns einen Unterschied machen zwischen Dämon oder Teufel, außer vielleicht, wenn man in der Kirche gehört hat, dass Dämonen dem Teufel unterstellt sind. Aber das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Also es sind Teufelsritter und keine christlichen Ritter. Richtig. So. Die sich als Kreuzritter ausgeben. So, jetzt wissen wir, dass der Buchhändler mit denen hier auf dem Platz sich wohl getroffen hat. Er hatte anscheinend Angst vor denen. Das heißt, er muss wohl irgendetwas gehabt haben, das die wohl wollten. Weil daraufhin ist er wohl getötet worden und die sind wohl hinterrücks in den Laden eingebrochen und haben alles durchwühlt. Und ihn ermordet. Natürlich ihn ermordet, weil sie brauchten ihn nicht mehr. Er hat ihnen nicht das geben können, was er wohl, und jetzt vermutlich kommt der nächste ins Spiel, dieser Mönch hat. Vielleicht ist der Mönch mit dem Buchhändler irgendwie bei sich in Verbindung gewesen. Zu sagen, vielleicht haben die irgendeinen Handel abschließen wollen oder vielleicht hat der Mönch ein Buch gesehen oder vielleicht hat der Buchhändler bei dem Mönch ein Buch gesehen und wollte das. Und keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die Ritter, sag ich jetzt, den Buchhändler umgebracht, danach seinen Laden durchstöbert und suchen jetzt vielleicht selbst den Mönch oder wo die Bücher sind. Ich gehe mal davon aus, dass die Frauen nicht zufällig gegenüber von ihm wohnen. Hundertprozentig. Viele, viele böse Menschen, Südwest-Armenviertel, viele böse Menschen. Südwest-Viertel, Name? Name, Viertel. Arme Menschen. Ja, wie heißt das? Viertel südwestlich. Ist das PG oder Richtung Goldenes Tor? Ja, also wenn du dich orientierst, er sagt dann altes Goldenes Tor. Du warst da noch nicht und du hast diese Karte nicht, aber wenn du dich dann herumfragst, kannst du dann damit irgendwas später dann anfangen. Okay, gut. Goldenes Tor, also Richtung Süden, ganz unten bei Burg der Sieben Türme. Armenviertel. Viele böse Menschen nachts. Wie Kreuzkämpfer. Aha, also ein ganzer Kult. Ja gut. Keine Stadtwache. Er zeigt dann auf die Stadtwache, die da irgendwo gerade an der Ecke patrouilliert. Die gehen da nicht hin oder die sind da einfach nicht? Die sind weg da seit Stadtangriff. Mhm. Interessant.
Seitdem wieder viel Fisch. Zuerst statt hungern und danach viel Fisch und kein Hunger. Und jetzt viel Fisch und viele böse Menschen. Ja, aber das Problem ist, es hilft uns nicht. Warum müssen es immer Fischmenschen sein? Ihr wolltet doch nur Bücher mitnehmen. Genau. Immer diese Fischmensch. Wir wollten doch nur etwas lesen. Wie kommen wir jetzt weiter? Im Endeffekt suchen wir jetzt noch den Mönch. Da wissen wir einfach nicht, wohin die Spur führt. Ja, wir gehen jetzt zum Armenviertel, fragen da irgendwelche Armen, die von den Kreuzritten-Heinis auch verprügelt wurden, wie der Typ aus dem ersten Teil. Und dann fragen wir, wo die sind und dann gehen wir zu denen. Werden dann überfallen? Nee, Moment. Stopp, das würde ich nämlich nicht machen. Hast du nicht hingehört? Das ganze Viertel ist von denen durchsiebt. Überrannt. Genau. Naja, dann musst du mal was riskieren. Dann bitte nach dir. ausgerechnet du, ja? Genau, ja, gerade der ich. Wieso, was mache ich hier? Genau. Geht nicht Armviertel, da böse Menschen. Phantasmata, ja. Böse. Geister. So, jetzt haben wir schwarz auf weiß. Außerdem haben wir doch einen ganz eindeutigen Auftrag. Ja, der Auftrag ist, finde die Mönche, finde die Bücher. Ja, du willst denn nicht in die Kirche gehen, ins Kloster. Weißt du, wie viele das hier sind? Aber er hat in der Hinsicht recht. Nee, wir haben doch nur das eine, was hier nebenan ist. Gegenüber ist genau das Leproskloster. Okay, hört sich jetzt zwar blöd an, aber... Das ist bestimmt kein Zufall. Genau, aber ich sage jetzt mal, das Leproskloster hört sich jetzt irgendwie griechisch an. Keine Ahnung, warum. Und den Typen. Ja, der Pantokrator ja auch. Genau, ja, gut. Und wenn du hier den Beinamen von der Jungfrau Maria anguckst, Pamakaristos, das ist auch irgendwie griechisch. Also, das sind alles dann irgendwelche. Jetzt zerstör hier nicht meinen Plan, du bist der Meister, Ruhe. Nee, ja, ich weiß es auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Wenn wir schon mal hier sind. Die Idee wäre schon okay zu sagen. Komplett überfordert. Genau. Geh mal rüber ins Kloster und frag, ob es da so einen Mönch gab mit dem Namen. Frag einfach mal. Kann ja nicht schaden. Die Klöster damals hatten ja eine Pforte, das weiß ich. Da hast du ja eigentlich, du bist ja nicht normalerweise reingegangen, weil das war ja heiliger Boden. Die haben ja nur Kranke reingelassen oder welche zur Speisung. Normalerweise. Ja, aber ihr wisst schon, dass mit jedem Gespräch, das wir hier führen auf Latein, wir uns nur auffälliger machen. Nee, du. Deswegen sollten wir jetzt einfach versuchen, vorzugehen und zu sagen, du gehst jetzt einfach mal in das Leproskloster und versuchst herauszufinden, ob es dort den Mönch gab. Du brauchst ja nur nachfragen, ob der Bruder so und so da war oder ob der da ist. Und wenn die sagen, kennen sie nicht, dann musst du es erstmal sein lassen. Dann besteht die 50% Chance, dass es stimmt oder dass es halt nicht stimmt. Es läuft doch sowieso auf den Fischmenschenkampf hinaus. Na gut, sei es drum. Wir bedanken uns erstmal bei dem Händler. Keine Bücher? Nee. Kein Geld. Er bietet dir doch irgendwie 3-4 verschiedene Bibeln an in verschiedener Sprache, aber du hast auch kein Geld, also. Wir werden morgen wiederkommen und etwas kaufen. Ja, dann schreite ich mal zu dem Kloster. Wir kommen dir natürlich nach. Akataleptos. Du klopfst an die Tür, das Portal wird dann nach ein paar Augenblicken geöffnet, erstmal durch so eine Schauluke, so dass man die ganze Tür nicht aufmachen muss. Kannst einen Mönch erkennen, der dich ansieht, rasierte Haare, schaut dich an, mustert dich. Kalispera, ti teles. Adelphos Andronikos. Er schaut dich an. Adelphos Andronikos? No, Andronikos. Ti teles. Charisto. Und damit wende ich mich da wieder ab. Du kannst sehen, wie nach paar Augenblicken, wenn wir jetzt gerade zu deinen anderen Leuten, Investigatoren herantreten, da öffnet er noch einmal die Tür komplett und du kannst sehen, wie er dann dir hinterherjagt mit einem Besen in der Hand, nachdem er dann nach dir schlägt. Geil. Was? Ja, und, also er schlägt dann mit seinem Besen so 3, 4, 5 Mal auf deinen Kopf und wird sich dann ärgerlich abwenden. Du bekommst einen Schaden. Super. Und du kannst mal geistige Stabilität würfeln. Ja, das ist das geringste Übel. Also wohl offensichtlich erbost. Du in deiner dreckigen Leprarobe. Da hatte er natürlich keine Lust auf dich. Aber das ist verständlich, wenn man so auftritt. Du weißt genau, dass man sich dann so verhalten könnte. Das ist bestimmt mit Gottes Plan abgedeckt. Also die Frage ist, ob er jetzt dir die Wahrheit gesagt hat, ne? Oder ob er einfach sowieso von Haus aus Nein gesagt hätte. Die Sache ist so oder so damit gegessen. Ja, the cheese is eaten.
Soll ich mich noch von einem anderen Mönch verprügeln lassen? Ja, wir haben ja noch mehrere Klöster. Also. Wie viele Lebenspunkte hast du noch? Ich habe auch noch 9 Trefferpunkte, also 9 Schaffern. Ja, also dann haben wir noch 9 Klöster offen. Genau, das können wir machen. Fürs Team. Für den Vater, ja. Ja, wir können ja nochmal zurück zu der Alten gehen und einen Schürhaken holen. Jetzt will ich auch nicht mehr. Ja, jetzt ist eh schon wurscht, weil jetzt wissen zumindest die anderen auch von uns. Also wie weit ist die Zeit denn fortgeschritten? Ja, also ihr habt natürlich heute schon eine ganze Menge gemacht. Ihr seid mit dem Schiff in Galata eingelaufen, habt euch in Galata informiert. Das war auch eine lange Zeit. Dann seid ihr den Bosporus hochgegangen, seid den Bosporus wieder runtergefahren, habt euch jetzt in der Stadt orientiert. Also wir haben es jetzt so 17 Uhr und dementsprechend ist es Winter. Es wird langsam dunkel. Es ist auch irgendwie April. Vermutet ihr zumindest, ein genaues Datum habt ihr nicht und dementsprechend kalt noch. Neblig, die Sonne scheint zwar, aber sie wärmt euch nicht. Wo wollt ihr unterkommen ohne Geld? Ja, wir haben noch ein leerstehendes Bücherhaus. Genau, das leerstehende Bücherhaus. Ja, genau, also es ist zwar nicht die klügste Wahl, aber im Haus vom Christus könnte man... Außerdem, du hast ja gesagt, es stehen genügend leere Ruinen rum. Vielleicht brennt da noch ein Feuer. Also generell ja, rechts und links von der Straße. Teilweise sind da auch eingestürzte Gebäude, dann offensichtlich durch diesen Beschuss. Und wenn ihr euch da weit genug hineinzieht und das nicht einstürzt, dann könnte man da drin als Obdachlose leben. Also, das ging doch. Besser als in dieses mysteriöse Armenviertel. Ja. Da unten, was sollen wir dort? Sind wir wahnsinnig. Sag ja, besser als... Ja, dann könnt ihr euch so ein bisschen abseits der Straße, sucht ihr euch ein paar Gassen auf und dass ihr dann nicht direkt an der Hauptstraße euch so eine Ruine nehmt. Und nach einer Stunde, so gegen 18 Uhr, habt ihr dann ein gemütliches, eingestürztes Haus gefunden, wo dann auch keine weiteren Personen mehr drin sind. Das ist auch abgebrannt. Mittlerweile ist die Glut schon wieder kalt. Könnt ihr euch da dann zurückziehen und euch so eine kleine Barrikade davor stellen, dass dann auch die Wache, falls sie irgendwann mal vorbeimarschieren sollte, euch dann nicht auf den ersten Blick sieht und sitzt dann da in der Kälte, sehr unwürdig, jetzt gerade für einen Speed, für einen Prior, für einen Kreuzritter. Ich hab ja noch den Zunder und den Feuerstein. Oh, was ein Glück. Der Lichtbringer. Kann ich uns ein Feuer machen? Das wirst du wohl schaffen, ja. Dann friert ihr nicht gar so bitterkalt. Sehr gut. Was ich gerne möchte ist, weil er sagt ja, er ist Schmied, also gehe ich davon aus, dass du ja auch, sag ich mal, ein bisschen Handwerkskunst hast. Und zwar das Tischbein, was ich hier dabei habe, beziehungsweise Stuhlbein. Wenn man da jetzt kleinere Steinsplitter hier aus dem Haus nimmt und versucht einzusetzen, ob man da vielleicht ein bisschen mehr was draus machen könnte. Ich glaube nicht, dass das was wird. Das ist viel zu spröde. Okay. Ja. Das geht eher kaputt, als dass das was bringt. Okay. Wenn ihr mir allerdings Nägel bringen könntet... Könnte ich da was machen? Ja, ich kann ja hier, wenn er ein bisschen das Haus anmacht, vielleicht gibt's ja hier ein paar verrostete Nägel noch in den Platten, dass wir sozusagen, ja, im Endeffekt einen Baseballschläger macht mit Nägeln drinne. Würde ich euch zugestehen. Also Nägel werdet ihr hier finden. Die kannst du dann für deine, ja, das ist gar nicht so sehr schwer, hämmerst die einfach von verschiedenen Seiten ein. Muss ja gar nicht mal mit der scharfen Kante sein. Wenn du damit zuschlägst, dann wird auf alle Fälle was drunter leiden. Genau, darum geht's mir nur. Ja, dann hämmer ich dir da Nägel rein. Kein Problem. Wenn du das machst, suche ich halt noch welche, so gut es geht, im Schein des Feuers. Und ja, lass dann mal die zwei christlichen Gelehrten, der eine des Schwertes, der andere der Feder, für sich diskutieren oder nachdenken, was sie vorhaben am nächsten Morgen. Das nächste ist, wir gehen auf jeden Fall nächsten Morgen erstmal an den Kloster zur Abendspeisung. Ich habe Hunger. Nun, was bleiben uns jetzt eigentlich für lose Enden? Zu viele, die alle von den Büchern wegzeigen. Ja. Naja, also angeblich verprügeln diese Sarazenen-Kreuzritter ja die Armen und beuten ja irgendwie die Armen aus. Also wenn wir vielleicht irgendeinen Bettler fragen, hat er die ja vielleicht gesehen. Naja, beuten die aus oder kontrollieren die? Naja, irgendwas machen die ja mit denen. Also in der ersten Runde wurde ja auch einer von denen bedroht. Also ich glaube mal nicht, dass die so sehr im Team mit dem sind. Ja, und soll man die suchen und zur Rede stellen? Naja, es führt ja wohl alles zu denen. Also müssen wir da sowieso früher oder später hin. Ja, die Frage ist nur, ob wir uns auf so einen offenen Schlagabtausch... Oder wir gehen zu dem Beamten. Der wird die wahrscheinlich auch kennen. Stimmt, das wäre noch eine Möglichkeit. Aber der ist wahrscheinlich noch gefährlicher. Nein, überhaupt nicht. Warum glaubst du, dass der gefährlich ist? Ja, weil er Einfluss hat und uns einfach alle töten lässt. Weil er ein weil er von hier ist und wir hier nichts erlernen dürfen. Na klar, das ist schon mal. Und vor allem, wenn wir wieder mit Latein ankommen, macht er einmal Schnips und wir sind weg.
Die Zeit wird auf alle Fälle vergehen. Ihr könnt dann bitterlich kalt am wenigen Feuer frieren. Und ab und zu, so 2-3 Mal in der Nacht, werdet ihr aus eurem Schlaf aufschrecken. Eine kleine Sternschnuppe, die ihr erkennen könnt, die dann größer und größer wird und dann irgendwo in der Stadt um euch herum einschlägt. Brandgeschosse. 2-3 Stück, also so viel sind das nicht, aber irgendwas wird dann anfangen zu brennen, zu knistern. Teilweise habt ihr auch das Gefühl, dass um euch herum quakende Geräusche zu hören sind in den Gassen, aber ihr seid so weit weg vom Wasser, so weit in den Hafen habt ihr euch nicht hineingetraut, ihr seid auch nicht beim Bettlerviertel, aber ihr habt das Gefühl, dass irgendjemand herumhopst und quakt in den Gassen, in den Straßen und das ist eine sehr unruhige Nacht. Die Sonne dämmert dann langsam und ihr kommt aus dem Schlaf langsam wieder zurück, fühlt euch ein bisschen gerädert und steht dann da schlotternd, schaut euch ein bisschen an und der neue Tag begrüßt euch. Also Option 1, wir klappern jetzt weitere Klöster auf der Suche nach dem Andronikos ab, der einzigen verbliebenen Spur auf dem Weg zu den Büchern von ihm, die wir aus der Stadt schaffen sollen. Option 2, wir versuchen irgendwelche Bettler-Informationen zu bekommen. Option 3, wir kombinieren Option 1 und Option 2, weil Armenspeisung im Kloster, dort gibt's Bettler und dort können wir nach dem Mönch fragen. Das ist eine gute Idee. Macht zumindest satt. Genau, das ist, würden wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. So. Ja, und dann können wir immer noch zu den Beamten. Und vielleicht sehen wir ja auf dem Weg dahin diese Frau. Lieber nicht. Ja, wenn wir die haben, oder? Weil... Also dann Armenspeisung im Pantokrator-Kloster? Pantokrator, okay, ein Kloster weiter, dann beim Aquädukt. Mhm. Die Alternative wäre natürlich ein Kloster, das näher an dem Armenviertel liegt. Sind sonst noch Klöster eingezeichnet, sichtbar? Kloster der Jungfrau Maria, das ist genau. Im Nordwesten. Ja, das habe ich auch, ja, aber das war's dann, oder? Sonst gibt sonst sehe ich gerade keins. Genau, ich habe jetzt hier auch am Abenteuer stehen jetzt auch diese drei. Pantokrator, Akataleptos und Jungfrau Maria. Na gut, dann sagen wir mal, das sind wahrscheinlich die drei größten und dann sollte man einfach nachgucken. Ja, ja, ihr kommt dann frühmorgens an, steht vor den Toren und die werden dann irgendwann auch aufgemacht, sodass dann ihr mit einer kleinen Schar von anderen Menschen eingelassen werdet, wo es dann wenig gibt. Trockenfisch. Okay, dann Trockenfisch. Trockenfisch. Könnt euch da dann auch ohne Worte ja einfach in diese Schlange einreihen. Man wird da auch wenig mit euch wechseln. Man sieht euch das an und da müsstet ihr quasi gar nicht viel sagen. Das ist schon mal gut, aber das bringt uns auf dem Weg zum Andronikos nicht weiter. Richtig. Ja, finden wir denn zufälligerweise irgendeinen Arm, der sehr verhauen aussieht? Wenn du willst, reiche ich das für dich her. Ja, okay. Ja, so einen Arm wirst du auf alle Fälle finden. Je nachdem, das wird wohl irgendwie ein Byzantiner sein. Ja, ich kann mit dem nicht sprechen. Wir auch nicht. Ich meine nur, falls irgendjemand sehr verprügelt aussieht, könnte er vielleicht... Du wirst da sicherlich auch Verprügelte finden. Gebrochene Nase, kaut gerade noch so ein bisschen auf seinem Zahn rum, Unterlippe ist blutig, der hatte wohl in der Nacht ein paar Schlägereien. Also wenn, würde ich mal solche Leute fragen. Ja, findest du. Schaut euch so ein bisschen an, hat aber auch keine Kraft mehr, um sich von euch wegzusetzen. Kannst aber auch sehen, wie er wohl mehr auf der Robe des Priesters hängen bleibt, als auf seinem Gesicht. Mehr auf der Robe des Priesters? Also auf deiner Robe mit diesem komischen, mit diesem ja Schleimauswurf, das grüne Zeug. Mhm. Hier schließt sich der Kreis. Das ist Froschleich. Dann frag ihn. Ja, was soll ich denn mit dem? Ich bin ja nicht der Redecharakter. Ja. Dann frage ich ihn, ich fange mal auf Französisch mit ihm zu reden an. Was ist euch denn passiert? Ja, er schaut dich an. Je ne peux pas parler français. Okay, dann versuche ich es auf Arabisch. Die bessere Chance auf Arabisch habe ich. Ja, stimmt. Salam, wenig Arabisch. Ja. Okay, ich werfe es sich jetzt aber auch noch. Aber ja, dann traue ich mich und rede ihn auf Italienisch an. Und frag ihn halt, was ihm denn heute in der Nacht passiert ist. Sie sollte doch eigentlich gar nicht hier sein, oder? Anscheinend spricht er fließend Italienisch.
Ja, also auch wieder mit Akzent, aber Italienisch würde auf alle Fälle verstehen, weil hier natürlich viele Kreuzfahrer umherziehen. Also normalerweise im normalen Betrieb, aber seit 2 Jahren ist das ja alles ein bisschen verzwackt. Da habt ihr wohl recht. Wir sind jetzt aber nun mal hier und das hat euch nicht wirklich anzugehen, warum wir hier sind. Ich habe euch eine Frage gestellt. Ach so, ja, ich hatte ein paar Probleme im Süden von hier. Wurdet ihr, ich habe gehört, dass es hier einige, Kreuzritter gibt, die unter euch Schwierigkeiten machen? Nicht nur, also viele. Aber damit fing's an. Was heißt viele? Eine neue Sekte. Sie predigen von Buße und streifen durch die Armenviertel, die verwinkelten Gassen. Wonach suchen sie oder warum durchstreifen sie die Gassen? Wir sollen Buße tun. Ach, Buße tun. Seit ein paar Tagen hat sich die Bukuleum-Statue bewegt. Das ist so eine Statue aus Marmor. Ein Löwe mit einem Stier und der hat sich bewegt. Der hat in eine andere Richtung geguckt. Und das ist ein schlechtes Zeichen. Und seitdem drehen hier ein paar am Rad. Neue religiöse Sekte. Warum haben sie euch verprügelt? Weil ihr keine Buße tun wolltet? Auch, ja. Die Stadtwache ist gegangen. Zuerst waren sie nur nervös und dann haben sie einfach die Viertel aufgegeben. Dunkle Stimmung da drüben. Auch tagsüber. Mhm. Sind denn die Soldaten noch auf den Zinnen? Ja, schon. Aber das ist die andere Stadtmauer. Das ist die alte Konstantinmauer. Das ist die innere. Die brauchen wir nicht mehr, aber die von Theodosius, die ist noch bemannt. Okay. Gut. Und warum sind die nur bei den Armen? Weil man da die Stimmung leicht beeinflussen kann. Es wurden immer mehr und mehr, wie gesagt. Die nichts haben, die lassen sich leicht beeinflussen. Und da kann man dann auch mit Nahrung ködern. So Fisch oder so. Wir haben gehört, dass es jetzt im Süden kein Nahrungsproblem mehr gibt. Ja, das war ja nicht immer so. Da gibt's jetzt reichlich Fisch. Naja, es gibt, natürlich gibt es Fisch, aber wer kein eigenes Boot hat oder kein Geld, der kommt halt trotzdem nicht dran. Und wenn wir arm wenig haben, kriegen wir eben auch in einer belagerten Stadt nichts zu essen. Und die geben es uns. Und deswegen haben sich mehr und mehr denen angeschlossen. Laufen jetzt alle maskiert herum. Die werden das ja nicht umsonst verteilen, oder? Es gibt da bestimmt irgendeine Gegenleistung. Mitmachen. Wobei? Abkehr von der Sünde und dem Verfall. Erstmal hieß es sich anschließen. Und da fragen die Leute meistens nicht lang. Ich hab wohl gehört, dass ein paar auch Marienstatuen oder sowas zerschlagen haben. Das war dann, nach ein paar Tagen, als es dann mehr und mehr wurden. Und es ist eine christliche Stadt und auch bei uns an der Konstantinmauer gibt es viele von denen Kreuzen und so. Und die wurden dann entweder abgerissen oder umgedreht und die christlichen Statuen dann zerschlagen. Das ist aber nicht schön. Nee. Und eine von diesen Statuen hat sich bewegt, das war der Auslöser? Ja, genau. Das ist so ein Ohm oder so. Sollte der Stadt irgendwann großes Unglück drohen, dann, also so erzählt man sich zumindest, dann würden sie beide voneinander ablassen im Kampf und gemeinsam ihre Köpfe dann drehen. Also Stier und Löwe und die kämpfen miteinander und die lassen dann voneinander ab und mir wurde jetzt erzählt, dass das so ist. Seitdem ist es zumindest da drüben dann, ja, so im Ausnahmezustand. Keine Ahnung, wo die plötzlich herkamen. Die waren einfach da und jetzt werden es mehr und mehr. Und die kommen in der Nacht, oder? Auch. Also, ja, so Fackelzüge. Die laufen dann durch die Straßen und verängstigen die anderen und entweder man schließt sich an oder man bekommt richtig Prügel. Habt ihr in letzter Nacht auch dieses komische Quaken gehört? Das gibt's seit ein paar Tagen, ja, aber das Quaken beunruhigt mich nicht so sehr. Die Irrlichter machen mich mehr irre. Was für Irrlichter? Ich dachte auch als erstes, das wären nur irgendwelche Brandgeschosse, aber das sind so, die tanzen. Das ist auch nicht so groß wie weiß ich nicht, so ein Krug oder so, der dann explodiert, aber ungefähr so faustgroß, sag ich mal, und die kann man in der Stadt sehen. Also vor allem in dem Viertel. Ist die gefährlich? Das weiß ich nicht. Ich nehme nicht. Ich habe das auch nur, also ich habe schon mal einen gesehen, aber ich höre dann auch von Leuten, die dann einfach verschwinden. Gerade wenn sie dann da in der Nähe rumlaufen. Das klingt für mich alles sehr schräg. Ja, das ist es wohl. Naja, und dann kann man es auch riechen. So
wenn ihr da rumgeht, tagsüber teilweise steigen dann aus dem Brunnen oder so, steigen dann nicht nur Geräusche auf, sondern dann auch so gelber Dampf, so Schwefel. Ich habe nicht so oft in der Kirche aufgepasst, aber die Priester haben ab und zu auch mal gesagt, dass das was mit der Hölle zu tun haben kann, wenn man so Schwefel riecht. Ja, so, als wenn du gefurzt hast. Ich weiß, was Schwefel ist. Ja, Mann, dann frag doch nicht. Und wo soll das sein? Welcher Platz ist das? Das ist bei den Brunnen im Armenviertel, da kommt das manchmal raus. Also, wir müssen doch wieder rein. Nein, wir müssen den versuchten Mönch finden, Scheinmonik. Richtig. Sagt euch ein Mönch namens Andronikus was? Andronikus? Ja, also nicht hier, aber ich glaube, der, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Ich glaube, der war mal bei uns im Armenviertel. Der hat so als Wahrsager saß er da und hat sich unterhalten. Als Wahrsager? Mein Charakter fängt schon wieder das Grinsen an. Gibt es Mönche, die wahrsagen? Naja, so Prophezeiungen und sowas. Und ich glaube, der hat sich mal mit einem anderen Adligen unterhalten, der dann da vorbeikam. Und ach, ich hab den dann aus den Augen verloren. Ein Adliger im Armenviertel? Der war auf alle Fälle da. Wenn ihr euch mal mit den Leuten da unterhaltet, dann vielleicht findet ihr den einen oder anderen, der weiß, wo der hin ist. Aber also ich weiß, dass der Andronikus mal da war. Auch ein bisschen irre, der Typ. Was hat der denn gepredigt? Ich glaube, der hat Horoskope oder so gemacht und Wahrsagen. Horoskope, Wahrsagen. Also ein christlicher Mönch? Ja, also glaube ich schon. Zumindest hieß er Andronikus. Ich gucke unseren Priester nur mit hochgezogenen Augen an und ich glaube, dass sich ein bisschen Schadenfreude in meinem Gesicht zu erkennen gibt. Du siehst auf alle Fälle, dass mein Gesicht ordentlich errötet ist. Müssen wir mit dem blinden Nachmut sprechen. Der sitzt da auch irgendwo. Versucht's einfach mal unter dem Tor. Ich meine, das ist jetzt schon genau das, wo ich sage, geht da nicht hin. Aber beim alten goldenen Tor, das ist da Abendviertel und da sitzt dann zumindest früher immer der alte Nachmut, der Blinde. Und wie erkennen wir den? Hat gebettelt. Ja klar, und daneben war dann wohl auch immer Andronikus. Vielleicht hat er gehört, was da mit dem Martin gesprochen wurde. Danach habe ich ihn zumindest nicht mehr gesehen. Ich weiß auch nicht, was das für ein Typ war, aber ihr solltet da nicht hingehen. Also, wie gesagt, der war eh irre und Wahrsagen und Horoskope glaube ich auch nicht dran. Ich glaube nicht, dass sich das lohnt da. Das ist zu gefährlich. Ja gut, aber wir hätten jetzt auf jeden Fall erstmal einen Punkt, wo wir hingehen können. Ich habe doch gesagt, ihr sollt da nicht hingehen. Wir müssen jemanden finden, das spielt jetzt mal unser Leben keine Rolle, glaube ich. Also. Und wie erkennen wir diesen Blinden? Der sitzt am Tor, ist wahrscheinlich ein Araber. Und blind. Und wahrscheinlich sitzt der. Und wenn du die anderen Leute fragst nach dem Hachmut, heißt er? Hachmut? Bist du als Junge auf den Kopf gefallen oder so? Wieso? Ja, guck Poggio so ein bisschen an. Wieso? Muss er wissen, wie blinde Leute aussehen. Naja, aber vielleicht ist es ja nicht der einzige Blinde. Bestimmt nicht. Die Stadt ist groß, hat viele Menschen, aber naja. Am goldenen Tor kenne ich zumindest nur den Hachmut, Herr Blindes. Also, dann gehen wir da hin und fragen nach dem Hachmut. Hachmut den Blinden, und da wird wahrscheinlich mehrere von den armen Volk wissen, wo der sitzt. Normalerweise sind doch alle Blinden im Armenviertel, genauso wie die restlichen Invaliden. Also, ich schmeiß den letzten Rest meines ekligen Trockenfischs irgendwo da in die Ecke, auf den Tisch. Ich steh auf. Du hast auf deiner Zunge auch immer noch diesen widerlichen Geschmack von dem Tee gestern im Mund. Der ist immer noch nicht weg. Riecht es zufällig genauso wie das Shirt? Anders. Vater, wie geht ihr denn mit der Speise Gottes um? Hat nicht Jesus die Speise der 5000 mit einem Brot und ein paar Fischen? Und ihr werft den Fisch einfach so auf den Boden? Wieso nennst du ihn Pater? Pfarrer. Ist das ein Mönch? Nein, ja, ein Wandermönch. Nein, echt? Ja, das ist ein Mönch? Ja, ein Bettelorden, sieht man doch an seiner Klamotte. Das sieht mir aber irgendwie schon ein bisschen nach Lepra aus. Oh. Ihr solltet die Robe vielleicht wechseln. Er hustet auch schon. Nicht, dass ihr gleich die Nase verliert. Braucht ihr die denn? Danke, ich hab genug gehört. Damit stürme ich jetzt raus aus dem, ja, nee, nicht Laden, aus dem Kloster. Aus dem Laden. Ja, wir gehen hinterher. Ich esse noch schnell auf. Den Fisch, den da... Kannst du den letzten Happen von mir auch haben? Den Fisch, den er auf den Tisch geschmissen hat, genau. Wer weiß, wann es das nächste Mal was zu essen gibt, ne? So sieht's aus. Ich glaube, wir werden noch genug Fisch kriegen. Ich glaube auch. Das fürchte ich auch, ja. Ja, wie geht's jetzt weiter? Exokonien, den hohen Beamten oder das Armenviertel mit den Verrückten?
zügigen Schrittes Richtung Goldenes Tor. Hätte jetzt auch gesagt. Spätestens an dem letzten Forum werdet ihr auch sehen, wie da ein paar Stadtwachen nicht unbedingt im Weg stehen, aber so, dass sie eine imaginäre Grenze bilden. Aber so wie wir aussehen, lassen wir uns durch. Zumindest so wie drei von uns aussehen, fallen wir bestimmt nicht auf. Ja, also ihr könnt da auch reingehen. Ihr könnt dann aber auch sehen, wie sie wohl andere Leute nicht unbedingt aufhalten, aber darauf ansprechen. Aus dem Kontext wird das dann wohl klar, auch wenn die Sprache gar nicht oder nur wenig versteht. Die werden wohl etwas betuchtere Bürger davon abraten, sich in die südliche Richtung zu begeben. Also uns nicht. Euch nicht, nö. Euch machen sie Platz und werfen euch noch einen verächtlichen Blick zu. Vor allem dem Pater. Und noch einen Tritt hinterher. Hier könnt ihr dann die Straßen sehr verlassen sehen. Viel Ungeziefer, was ihr erkennen könnt. Ihr wartet durch einen Teppich aus Fäkalien, Kadavern, die hier auch wirklich herumliegen und Morast. Ein süßlicher Geruch, der in der Luft liegt, wie Rauschkrautdämpfe, die aus Häusern herauskommen, wo auch immer die das herhaben, aber für Drogen ist eigentlich immer Geld da, das kennt ihr ja. Ein unglaublicher Gestank, gegen den ihr dann marschiert, eine Wolke und ja, vielleicht der Nebel ist hier auch ein bisschen dichter als normal und verbirgt wieder Dinge, die gar nicht gesehen werden wollen. Könnt ihr wieder ein paar räudige Hunde erkennen, die sich hier um ein paar Ratten streiten. Und vielleicht ist auch noch ein kleines größeres Stückchen dabei, das erinnert euch verdächtig an einen Oberarm eines Menschen. Naja, ein hutzliges Männchen, was an euch vorbeigeht und mit klapprigen, ausgefallenen Zahnstumpfen irgendwie eine Sprache murmelt, die keine menschliche Sprache ist. Ihr geht auf alle Fälle mit einem sehr unguten Gefühl dann um die Straßenecken. Also den Knüppel, der jetzt ein paar Nägel drin hat, der ist auf jeden Fall in meiner Hand. Und was ich aber wirklich mache, weil, hey, ein Schlachtfeld sieht ab und zu auch nicht schlimmer aus. Wenn irgendein Toter von den Typen gute Stiefel oder sowas hat, dann sind die nicht mehr an dem seine Füße. Genauso, wenn ich irgendwo einen, weiß ich, ein Messer, ein Schwert oder irgendwas erkennen kann, was ich gebrauchen könnte, vielleicht auch einen Helm oder sowas, wird das mitgenommen. Die große Lootsause. Ja, das ist mir eigentlich egal, hallo. Ich muss irgendwie gucken. Wie gesagt, also wenn du sagst, ich habe da irgendwie, oder ich soll mal auf Glück würfeln, oder du sagst, nee, ist gar nichts, dann ist auch okay, kein Problem. Bei der einen Leiche findest du einen guten Stiefel, dann hast du auf der einen Seite zumindest einen guten Stiefel, auf der anderen vielleicht noch einen Handschuh, wie auch immer die dann hier rumgelaufen sind, sodass du dann selbst einen Flickenteppich darstellst. Zu eurem großen Schock könnt ihr sogar einen Mann erkennen, der sich jetzt hier auf dem kleinen Marktplatz direkt unter dem Tor niedergelassen hat. Er hat sich gerade wohl den Finger abgekaut und malt gerade mit seinem Fingerstumpf eine blutige Nachricht an die Wand in arabischen Symbolen. Vollkommen geisteskrank. Gott, ist schade, dass ich das nicht lesen kann. Können wir versuchen, das zu entziffern? Arabisch. Er macht einen Patzer und ich mach... Nee, nur ein Fehlschlag. Wer das liest, ist doof. Ja, grandios gescheitert. Der Herr ist überall, aber... Für den Gag lohnt es sich, den Finger abzukauen. Könnt auf alle Fälle noch ein weiteres Mal alle auf geistige Stabilität würfeln. Ah. Denn ja. Während sein Fingersturm zu viel Blut verloren hat, Poggio und Gregorio können das gerade so ein bisschen wegstecken. Sie wissen selber nicht genau, warum. Wahrscheinlich, weil sie es einfach nicht verstanden haben. Tancredi betrifft das wohl gerade noch mehr, denn der eine Fingerstumpf blutet wohl nicht mehr. Er beißt sich den anderen ab und fängt jetzt an. Tancredi kann das auf alle Fälle erkennen. Gregorio und Poggio erkennen diese Zeichnung wohl nicht. Er malt da wohl gerade einen menschlichen Oberkörper und einen Fischunterkörper. Könnte dich vielleicht so ein bisschen an Poseidon erinnern aus den früheren heidnischen Sagen, aber bösartiger. Mhm. Tancredi, du verlierst 1W6 Sanity. Nur einen Punkt verlieren die anderen. Also wie gesagt, ein älterer Herr, der sich jetzt nach und nach die Finger abkaut. Ja, ansonsten ist dieser Platz ziemlich verlassen. Ihr könnt wohl gerade noch sehen, wie eine halbnackte Dirne, wohl so um die 30, ziemlich verloddert, verranzt, mit bloßen, blanken Brüsten über diesen Platz läuft und sich dann schnell in so einer Gasse versteckt. Hier ist wirklich nicht viel los. Hier schön hinterher gucken, Alter. Das würde ich aber anders sehen. Hier ist... Ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee ist, dass wir uns hier aufhalten. Ich habe überhaupt kein gutes Gefühl bei der Sache. Dem möchte ich mich mittlerweile irgendwie anschließen. Ich
dieser gottverlassene Ort hier, aber... Aber jetzt seid ihr hier. Das ist die einzige, es ist die einzige Spur zu Andronikos, die wir hier irgendwo haben. Ja, dann schauen wir, dass wir ihn so schnell wie möglich finden und fliehen dann wieder von diesem gottverlassenen Ort. Ist irgendwo dieser blinde Bettler zu sehen? Oder ein blinder Bettler zu sehen? Die einzige Person, die du siehst, malt gerade diese Fischfigur fertig an die Wand. Ja, was soll's? Ich gehe zu ihm hin? Er hat auch einen deutlichen arabischen Einschlag. Und dann meine ich nur Hachmut? Hachmut? Hachmut. Salam. Salam. Hachmut. Schließt du die Augen? Halt mir die Hand vor die Augen oder sowas. Wenn wir das nicht sehen können. Ich wollte gerade sagen, also er selbst sieht das nicht. Du hast gesagt, dass er blind ist. Das habe ich nicht gehört. Er hat eben gerade seine Zeichnung abgeschlossen und wenn er das Gesicht in deine Richtung drehst, siehst du diese grauen, trüben Augen. Okay. Du hast vielleicht schon natürlich solche Menschen gesehen, aber wenn er dir jetzt so gerade so nah ist, das ist immer wieder ein Schock. Gerade wenn er dich anguckt, direkt in deine Seele blickt. Hachmut, Salam? Salam, Hachmut. Okay, ja, dann drehen wir um. Wir haben ihn. Das hat jetzt aber gedauert. Ich kann kein Arabisch. Wir auch nicht. Ich habe ihn aber gefunden. Naja, versuchen kann man es ja nochmal wieder. So. Ja. Ich hab's geschafft. Tancredi. Also Tancredi, du kannst dann für die anderen übersetzen. Wenn die irgendwas wollen, das gestehe ich dir zu. Was wollt ihr vom alten Achmut? Er redet dabei die ganze Zeit Arabisch. Andronikos. Wir sind auf der Suche nach einem Mönch Andronikos. Wir suchen Mann Andronikos. Andronikos, ich erinnere mich. Er hat gesprochen mit einem Mann. Wie hieß er? Er hält seine Hand ausgestreckt, wie zum Betteln. Und das wirkt noch umso grotesker, weil, wie gesagt, er hat sich jetzt gerade seine beiden Fingerknöchelchen abgebissen. Steckt euch da jetzt den blutigen Strumpf hin. Haben wir etwas, das wir ihm geben können? Eine Faust. Ich weiß nicht, ob das der Kommunikation dienlich ist. Nee, geht haben wir nicht. Möchtest du einen blinden Armbettler verprügeln? Nee, so kam er mir auf jeden Fall vor, dass er sowas tut. Wer? Ich? Nee, wer denn sonst? Ich dreh mich mal kurz weg. Hat noch jemand was Trockenfleisch? Andronikos, ich kann helfen. Achmut weiß viel. Achmut kann hören. Dann kann Achmut hoffentlich auch sprechen und uns erzählen, was er gehört hat. Achmut, kein Geld, kein Essen. Achmut arm. Achmut weiß, wo Andronikos. Nun, wenn er uns dahin führt oder sagt, wo es ist, und er ist doch da, dann soll es sein Schaden nicht sein. Das übersetze ich. Nein, nicht führen. Nicht wissen, wo Andronikos ist, aber bei wem? Namen. Habe Namen. Wie hieß der Beamte? Schmeiß ihn den nochmal. Beim Niketas Komnenos. Er schüttelt mit dem Kopf. Was können wir ihm geben? Ich hab noch den Zunder. Ich mache den. Ja, wenn du den schön abschleifst, dass er sich anfühlt wie eine Münze. Naja, ist auf jeden Fall Metall dabei. Ich glaube, keiner von uns hat Geld dabei, oder? Na, also soll ich ihm meinen Dolch geben? Als Pfand oder als Belohnung? Ich halte mal das Zunderding hin. Er greift wohl danach, wenn er hört, dass du irgendwie was raschelst und was rausholst. Wenn du ihm dann den Feuerstein in die Hand drückst, fühlt er wohl mit seiner anderen Hand nach. Er tastet das ein bisschen und hält es dir dann wieder zurück. Jetzt Blut verschmiert. Ja, kann er behalten. Geld, Achmut arm, Achmut Hunger. Sag ihm, dass das viel wert ist. Das ist viel wert. Das stimmt ja. Vom Meisterschmied gearbeitet. Das kannst du tauschen. Dann schmeißt das dir jetzt an den Kopf. Mach mal Dodge Roll. Kann treffen. Dodge Roll. Er hört, wo du bist. Dann kriegst du jetzt für 2 Schadenspunkte dein Zunder an den Kopf. Ja, was auch immer. Kleine Platzwunde auf deiner Stirn. Er kann aber sehr doll werfen, dafür, dass er blind ist. Wir kommen aber so auch nicht weiter. Hat keiner von uns Geld? Keiner, nichts was mitgenommen? Also... Können wir nicht einfach definieren, dass das... Stoppe mal. Haben wir nicht gesagt, wir tauschen unsere Münzen um? Na, darüber haben wir geredet, ob wir es dann wirklich konkret gemacht haben. Okay, gut. Ich wüsste nicht, wo und bei wem. Also ihr habt dem Fischer habt ihr richtige Münzen gegeben von euch aus Venedig. Aber genau, in Galata. Da haben wir weil du noch gesagt hast, die lateinischen Münzen sozusagen, die würden auffallen. Ja, genau, aber die anderen haben ja auch keine byzantinischen, zumindest nichts, was sie euch geben würden. Ja, ich
Ich hab nichts. Habt ihr nicht gesagt, ihr habt kein Geld dabei? Ist okay. Was ist, kann man irgendwas verkaufen, was wir dabei haben? Okay, dann machen wir das jetzt anders. Das hilft nichts. Ja, ich will ihn hauen. Darf ich ihn hauen? Der Papst wird es dir vergeben. Er hat mich hier angegriffen. Stimmt. Ich gehe jetzt mal auf einschüchtern. Ich gehe jetzt erstmal zu ihm hin, schnapp mir seine verletzte Hand, drehe sie erstmal komplett auf den Rücken. Ja. Ach Gott. Und wenn ich das mache, sage ich zu den anderen, jetzt rede zu ihm oder ich breche ihm die Hände eins nach dem anderen, damit er sich nicht mehr abbeißen kann. Und wenn das nicht hilft, schlage ich ihm die Zähne aus, dann kann er erst recht nicht an ihn rumsuckeln. Ja, hau zu. Und ich mache jetzt mal einen Wurf auf einschüchtern. Leider nicht geschafft. Ja, er liegt auf dem Boden und heult, schreit und fleht Allah. Und eine andere Gottheit, deren Namen euch bisher noch nicht bekannt ist, um Hilfe an. Was fällt da für ein Name? Tja. Dagon. Oh Gott. Nee, der nicht. Egal, ich drück nochmal feste zu, treten zwei, dreimal in die Rippen. Du spürst auch, wie die Rippen ohne Probleme nachgeben und er krümmt sich weiter auf dem Boden. Ich gehe dazwischen, ist das denn wirklich notwendig? Scheint so. Ich möchte auch nochmal nachtreten. Er stammelt und schreit dann nur noch einen Namen. Isakos Heraklios. Ich trete trotzdem dabei zu. Du bist ja echt mieser als ich. Du bist ein richtiger Feigling, weißt du? Ich halte ihn fest und du malträtierst ihn. Was bist denn du für einer? Ich würde wirklich dazwischen gehen und... Schreit immer und immer wieder Isakos Heraklios und dann Dagon. Dagon. Dann lass ich... Und die von ihm runterzehren. Hört auf mit dem Schwachsinn. Ihr habt einen Namen. Das, was wir wollten. Ihr habt plötzlich das Gefühl, dass ihr beobachtet werdet. Aus vielen Augpaaren. Ihr habt einen Namen und jetzt zurück zum Tor. Bewegt euch. Los. Ach, zu welchem Preis? Ist mir jetzt egal. Los. Ich lasse die anderen vorlaufen, zieh den Knüppel und halte ihn verteidigungsmäßig vor mich und warte ab, dass die anderen loslaufen, dann renne ich hinterher. Wenn ihr durch den Nebel versucht zu stieren, könnt ihr nichts wirklich erkennen. Ein paar Schatten, die sich bewegen. Auf der anderen Ecke des Platzes, aber... Da ist irgendjemand. Nur ein Gefühl. Und mit diesem neuen Namen lauft ihr aus dem Armviertel heraus. Isakos Heraklios. Und immer wieder halt durch den Nebel euch hinterher. Dagon. Dagon. Was aus mehreren Kehlen erwidert wird, bis es laut anschwillt.